Ja, Leute, diesmal beginnen wir auf jeden Fall ganz pünktlich mit der Aufnahme. Nee, Spaß, wie geht's euch? Droppt das in den Chat rein. Wie geht's euch von 0 bis 10? Wie war euer Tag? Schreibt ein bisschen was in den Chat rein. Und mit diesen Worten auch ganz herzlich willkommen auf diesen Team-Call endlich. So. Perfekt. Pauline, 50 Millionen, so muss das Kern und 10. Let's go, let's go. Schreibt ein bisschen was in den Chat rein, Leute. Das Ganze ist ja keine Selbsthilfegruppe. Nein, wir sind alle aktiv am Start. Macht die Cam an, okay, macht definitiv die Cam an. Leute, ich glaube, ihr wollt alle professionell werden, sonst wärt ihr nicht auf diesem Call dabei. Okay, was ist der erste Schritt dazu? Die Cam anzumachen, ja, Block, Stift zu holen, mitzuschreiben, zu lernen, umzusetzen und genau darum soll es heute auch gehen, okay? Und den ersten Part wird auf alle Fälle Hüseyin machen. Und Hüseyin, den durfte ich auch hier in Portugal das erste Mal kennenlernen. Von Anfang an extrem positiv aufgefallen, okay? Ich finde ihn einfach mega, mega cool. Alleine mit diesem Hemd, Leute, alleine mit diesem Hemd schaut er ultra professionell aus. Und was ich einfach extrem an ihm schätze, er hat einfach keine Excuses, okay? Er hat zwar keinen Laptop, an dem er traden kann. Der andere würde sagen, ah, sorry, ich kann hier nicht starten. Ich kann nicht traden, ich habe keinen Laptop. Scheiß drauf. Er holt sich sein Handy drauf, okay, hat seinen MetaTrader drauf und tradet trotzdem. Er hat einfach keine Excuses, ja, hat diesen Bart. Ich meine, für diesen Bart seit 2, 3 Tagen sehe ich ihn hier, ihn einfach vorzubereiten. Und das ist eine sehr, sehr, sehr krasse, sage ich mal, Hingabe, die er einfach gibt, um dieses Business schlussendlich professionell aufzubauen. Und er hat wirklich was extrem krasses vorbereitet. Ich bin selbst noch nicht so ganz eingeweiht. Das ist auch für mich eine kleine Überraschung. Aber ich freue mich extrem drauf. Warum, Leute? Ich liebe Überraschungen, ihr wisst Bescheid. Und von daher würde ich sagen, so, Hüseyin, wir alle freuen uns mega auf deinen Part. Schreibt auf alle Fälle mal in den Chat was rein. Let's go. Ja, drop Herzen und 7 für Hüseyin auf alle Fälle rein. Und dann würde ich sagen, Hüseyin, komm her und let's go. So, let's go, Leute, let's go. Erstmal alle, danke mal an Thomas, dass ich hier speaken darf. Danke, Thomas. Ich will euch erstmal über ein Experiment erzählen. Und zwar geht es um Hoffnung. Genau. Im Jahre 1957, das braucht ihr jetzt nicht alles aufschreiben, aber da hat Dr. Kurt Richard ein Experiment mit Mäusen gemacht. Und bei diesem Experiment hat Dr. Kurt mit seinem Team eine Gruppe Mäuse genommen und das dann in einem Aquarium voller Wasser reingetan. Und nach 15 Minuten hat sich dann ra rausgestellt, dass diese Mäuse nach 15 Minuten ertranken. Und das war der erste Part. Und bei dem zweiten Part nimmt der Dr. Kurt Richard nochmal mit seinem Team eine Gruppe Maus. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind die gleichen Mäuse. Also der Herkunft, Rasse, Ernährung und Lebensbedingungen, das waren die gleichen Mäuse. Und das macht er bei diesen Mäusen das Gleiche. Moment. Genau. Und das macht er wieder das Gleiche wie beim ersten Part, aber nur mit anderen Bedingungen. Und zwar bei dem zweiten Part tut der Richter Kurt und sein Team die Mäuse erst in einem Karton rein, warten die da ein bisschen, dann tun die Mäuse in einem Aquarium rein und da warten die circa 5 Minuten und dann tun die Mäuse wieder raus in einem Karton und dann tun die Mäuse wieder in den Aquarium mit Wasser rein. Und da lassen die Mäuse diesmal drin und warten ab, wie lange die Mäuse dann aushalten. Und jetzt schaut mal in den Chat, was ihr vermutet, wie lange die Mäuse bei dem zweiten Part ausgehalten haben. Was denkt ihr, wie lange die Mäuse bei dem zweiten Part ausgehalten haben? Wo kann man die Dinger lesen? 4 Stunden, Bro. Ah ja, okay. Komm, da geht noch mehr. Let's go! Wer bietet? Okay, da sehe ich 4 Stunden, halbe Stunde, eine Stunde. Okay. 5 Stunden, okay, das ist besser. 19 Stunden, okay, ein Tag, okay, das ist besser. Okay, dann sage ich euch, bei dem zweiten Part haben die Mäuse 60 Stunden ausgehalten. Und jetzt stellt euch mal vor, zwischen 15 Minuten und 60 Stunden, was für ein Unterschied da ist. Und jetzt was denkt ihr, wieso die Mäuse bei dem zweiten Part länger ausgehalten haben bei dem ersten Part? Waren die Mäuse bei dem ersten Part viel schwächer oder hatten die da keine Energie oder hatten die da einfach keine Hoffnung, um wieder rauszukommen? Und zwar kann ich euch sagen,
Bei dem zweiten Part habe ich euch ja erklärt, die Mäuse wurden in den Karton rein und dann in das Aquarium raus und dann wieder raus und dann wieder rein. Und da bei dem zweiten Part hatten die Mäuse einfach die Hoffnung, wieder aus dem Aquarium rauszukommen. Und da merkt ihr, was für eine wichtige Rolle Hoffnung einfach spielt. Ja, und so ist es halt bei uns. Wenn wir auch keine Hoffnungen über unsere Zukunft haben, wenn wir einfach nicht an uns glauben, ich glaube, das muss, wenn wir einfach nicht an uns glauben, dann geben wir auch gleich auf. Einfach, was ich euch damit auch sagen will, glaubt an euch, Glaube ist auch die halbe Miete, wie man sagt. Und genau. Das war's mit dem Essen. Dann will ich euch dann ein bisschen mal motivieren. Und zwar habe ich da noch eine kleine Motivation vorbereitet. Und zwar, jeder, der hier bei dem Teamcall ist oder bei dem Bootcamp, jeder hier von uns hat Ziele, Träume, die er wahr machen will. Aber ich kann euch sagen, jeder, der Träume und Ziele hat, wird auch viele Steine in seinem Leben haben oder viele Dinge, die ihn aufhalten, um sein Ziel zu erreichen oder seine Träume wahrzumachen. Und ich kann euch einiges mal erzählen, so alleine sein, Depression, kein Geld haben oder einfach eine negative Umgebung und so weiter und so fort. Und zwar kann ich euch mal sagen, das sind überhaupt keine Probleme. Das sind nur Probleme, weil wir die nur als Problem ansehen. Zum Beispiel alleine sein. Wieso soll das überhaupt ein Problem sein für uns? So, die Leute, die euch nicht mögen oder dich euch nicht unterstützen können, sich einfach von eurem Leben verpissen. Oder genau, einfach den. Einen Moment kurz. Da fliegt alles. Genau. Einfach, was ich euch sagen will, die Leute, die euch einfach nicht unterstützen, die euch nicht mögen, lasst die Leute einfach gehen und arbeitet einfach an euren Zielen weiter. Und nach einer Zeit wird ihr einfach merken, wenn ihr einfach diese Leute einfach nicht ernst nimmt und einfach an euren Zielen arbeitet, wird ihr auch merken, dass ihr viel besser an euren Zielen und an euren Ding einfach besser vorankommt, als wenn ihr immer an diese negative Personen denkt und euch immer so nutzlose Gedanken darüber macht. Okay, jetzt denkt ihr, okay, alleine sein, das passt. Und was ist dann mit Geld? Was, wenn wir kein Geld haben? Das ist auch ganz easy. Wenn es auf der Welt Geld gibt, dann kann man auch Geld verdienen. Das ist ganz einfach. Zum Beispiel als Baby, wo wir noch Baby waren, da hatten wir keinen Cent in der Tasche, so. Aber da haben unsere Eltern uns halt versorgt. Aber nach einer Zeit, wo wir dann größer wurden, da haben wir dann schon angefangen, so unser erstes Centstück schon alleine zu verdienen. Und genau. Und entweder ihr geht in eurem Zimmer und heult einfach so, weil ich kein Geld in der Hosentasche habe, oder ihr findet irgendeine Lösung, womit ihr Geld verdienen könnt. Es gibt zwei Arten von Menschen. Eine, die einfach Probleme haben, also jeder von uns hat Probleme. Aber der eine Person findet einfach Lösungen, wie er seine Probleme überwältigt. Und der andere geht in sein Zimmer und heult einfach, weil er einfach irgendwelche Probleme hat. So, ihr seid auch nicht die einzigen Leute, die einfach Ziele, Träume in ihrem Leben haben, sondern wir alle wollen etwas erreichen, wollen das haben. Zum Beispiel so. Aber nur mit Wollen geht das überhaupt nicht. Man muss auch einfach dafür etwas machen. So. Zum Beispiel so, ich will jetzt ein Ferrari hier haben. Zack, habe ich hier ein Ferrari mit einem Schnips. Okay, steige ich mal ein, gehe ich mal in die Stadt, fahre mal eine Tour oder eine Yacht. Zack, ich wollte mal ein Yacht haben. Okay, da ist gleich mein Yacht, weil ich das einfach mal wollte. Und genau so geht das einfach nicht. So mit Wollen geht das überhaupt nicht.
ihr müsst einfach daran hart arbeiten und einfach weitermachen. Genau, und viele Menschen sagen euch auch, macht dieses Arbeit, was euch einfach gefällt. So. Ist es dann wirklich so, wenn ihr einfach diese Arbeit macht, was ihr wollt, was ihr auch mögt und einfach erfolgreich wird? Nein. Wenn ihr diese Arbeit machen wollt, was ihr mögt, müsst ihr erstmal Millionen Dinge machen, was ihr nicht mögt. So manche denken so, ja okay, ich mache mal diese Arbeit, was mir gefällt, dann bin ich so in mein Märchen und hüpfe von Erfolg zu Erfolg. Und genau so ist das nicht. Ihr müsst einfach erstmal die Dinge machen, was ihr nicht wollt, um das zu machen, um halt dahin zu kommen, wo ihr am Ende sein wollt. Es gibt auch einen guten Spruch von Muhammad Ali. Ich glaube, manche müssen ihn schon auch kennen. Er hat einmal gesagt, ich habe jede Sekunde meine Trainingszeit gehasst. Aber in sich hat er gesagt, arbeite jetzt hart, um den Rest deines Lebens einfach wie ein König zu leben. Das hat mich dann auch einfach noch weiter motiviert. Genau, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Genau, Leute. Einfach, was ich damit sagen will, einfach an euren Zielen arbeiten, einfach konzentrieren. Erstmal das. Genau. Das war's von meinem Part. Das war ein bisschen kurz, aber egal. Silas? Okay, okay. Und gleich kommt Silas. Ihr müsst euch vorstellen, Silas ist eine Person, der bis jetzt sehr vielen Leuten bei diesem Weg geholfen hat und der mir einfach auch mehr Motivation gibt hier in Portugal. Und Silas, der macht diese Arbeit einfach von Herzen. Morgen früh sehe ich ihn gleich so, er hat sein Handy in der Hand, er sagt so, jo Leute, NCD, USD, gleich mal alle rein investieren. Und ich stehe so auf, mache gleich mein Handy auf, schau mal, okay, Euro NCD oder NCD Euro läuft gleich gut. Und er macht jetzt einfach so diesen Business einfach von Herzen aus. Ne? Silas ist einfach der klasse Person, was einfach der Meister ist. Tschüss. Okay. Let's go. Let's go. Leute, 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 schreibt erstmal hier fette, fette Siebener in den Chat. Leute, das war Hüseyns erste Speech. Und wie heftig war die bitte? Wie heftig war die bitte, okay? Ich hoffe, ihr habt extrem viel mitgeschrieben so, weil wenn ich mitschreibe, okay, der ist selber schuld, weil im Endeffekt selbst ich, okay, ich habe vielleicht schon ein bisschen mehr erreicht als die meisten anderen, aber was ist? Ich habe trotzdem mitgeschrieben, okay? Schaut euch mal hier an, ich habe trotzdem mitgeschrieben, ich habe trotzdem Notizen gemacht, okay? Ich habe trotzdem Notizen gemacht und deswegen ist es extrem wichtig, dass ihr das Ganze mitnehmt, weil dieses Mäusebeispiel, okay, ich bin euch ehrlich, ich bin nicht mehr klargekommen, okay? Das hat so einen Klickpunkt gemacht, er hat es mir heute Mittag schon mal erzählt, es war crazy, es war wirklich unnormal crazy, so, und das dürft ihr euch einfach verstehen, dass ihr eben einfach wirklich wissen müsst, dass ihr euer Ziel auf jeden Fall auch kennen müsst, ich konnte extrem viel mitnehmen, aber genau, ich möchte jetzt auf jeden Fall noch einen Part machen zu Alpha Mindset, okay, Professionalität überlasse ich jetzt mal lieber ein bisschen Dennis, so, es ist vielleicht ein bisschen unprofessionell, wenn ich hier mit einem Superman-Shirt dann noch da bin, aber wieso habe ich dieses Superman-Shirt angezogen, wieso beim Flyer, wieso jetzt hier, so im Endeffekt Superman, finde ich, ist ein absoluter Alpha, okay, und nicht nur, dass da ein schönes S draufsteht, wie das genauso gut Silas heißen könnte, okay, nein, nicht deswegen habe ich das an, sondern einfach wegen meinem Alpha-Mindset, okay? Und ich möchte auf jeden Fall auf ein paar Punkte eingehen. Ich hoffe, mich kann man gut hören, weil jetzt ist Internetverbindung ein bisschen instabil. Und ich habe mir tatsächlich dieses Mal ein paar Gedanken auch gemacht und ein paar Notizen gemacht. Und zwar erstmal, was bedeutet Alpha, okay? Ich habe es sogar extra vorhin nachgegoogelt. Alpha bedeutet einfach wirklich so dieser Anfang. So, und was bedeutet das jetzt für uns? So, im Endeffekt bedeutet das, wenn du wirklich ein Alpha sein möchtest, dann musst du jedes Mal am Anfang sein. Okay, du musst immer in Phase 1 sein. Du musst genau die Dinge machen, die du am Anfang gemacht hast. Was bedeutet das? Du musst erstens mal in Phase 1 sein, musst coachable sein. Frag dich selber mal, falls du jetzt schon hier länger am Start bist, okay, wie coachable warst du in den ersten paar Tagen? Ich bin euch ehrlich, als ich hier in das Ganze reingekommen bin, ich habe das komplett ernst genommen
und ich war so coachable, wirklich. Ich bin reingekommen, Laura hat irgendwas gesagt. Ich weiß noch beim Vorlauf damals, ich habe einen Screenshot von Lauras Profil gemacht. Ich dachte mir so, shit, Alter, let's go, man, okay? So, und das müsst ihr verstehen. Jetzt fragt euch selber mal, beim ersten Teamcall, wo ihr am Start wart, okay? Das erste Mal, wo ihr reingekommen seid, wie coachable wart ihr da? Und genau so müsst ihr immer noch sein, weil ihr seid immer noch am Anfang. Ihr seid ein Alpha. Alpha bedeutet Anfang, okay? Deswegen musst du ja immer am Anfang bleiben und niemals wirklich zu groß für die kleinen Dinge werden, okay? Niemals zu groß für die kleinen Dinge werden, sondern auch immer noch diese kleinen Dinge spezifisch gut machen. Das ist extrem, extrem wichtig, okay? So, und was bedeutet Mindset? So, wir haben jetzt einmal Alpha so ein bisschen auseinandergenommen, okay? Wirklich so dieser Anfang, aber jetzt brauchen wir natürlich noch das Mindset. Alpha, Mindset. Was bedeutet Mindset? Mindset ist einfach nur die Sichtweise, okay? Einfach nur die Sichtweise bzw. die Denkweise. So, und was bedeutet das für uns, okay? Es ist viel, viel unentscheidender, was wirklich passiert, okay? Schreibt es euch auf jeden Fall mal fett auf. 5% sind die Dinge, die passieren, sind die Umstände, die passieren. Und 95% sind die Dinge, wie ihr darauf reagiert, okay? Sind die Dinge, wie ihr darauf reagiert. Und das ist extrem, extrem krass, okay? So, und ich will euch ein Beispiel machen, okay? Ich will euch ein Beispiel machen. Und zwar, Thomas, Bro, beleidige mich mal hier richtig fett, okay? Komm mal her, Bro. Ja. Ey Leute, ich bin der netteste Mensch überhaupt. Aber Silas, dein Outfit sieht okay. Übel scheiße aus. Ey, Bro, du hast voll die geile Cappy. Wie hast du das so hingekriegt? Ich krieg das immer nicht so gut mit meinen Haaren hin, Bro. So, habt ihr gesehen? Okay, habt ihr gesehen? Wie habe ich drauf reagiert? Jeder andere hätte zurückbeleidigt. Jeder andere hätte gesagt, ey, Bro, Digga, du siehst aus wie, was weiß ich denn? Du hast irgendeinen komischen Pulli an, okay? So, was habe ich gemacht? Ich habe mit einem Kompliment dagegen argumentiert. Ich habe ein Kompliment gemacht. So, was ist jetzt bei der anderen Person? Die andere Person wird sich jetzt schlecht fühlen. Die wird sich richtig schlecht fühlen. Die wird sich denken, shit, er macht mir ein Kompliment. Ich habe ihn gerade beleidigt. Wie kann ich das wieder gut machen, okay? So, und automatisch habt ihr wieder viel, viel besser drauf reagiert. Und ihr habt viel mehr diese Positive Energy reingebracht. Und das ist extrem wichtig, okay? So, das ist extrem wichtig, dass ihr das versteht. Jedes Mal, wenn euch jemand negativ irgendwie kommt, dann gebt ihr ihm Positives zurück. So, weil jedes Mal, wenn ihr Positives zurückgebt, ihm ein Kompliment macht, jedes Mal, also ich kenne es selber auch normal, wenn ich jetzt niemanden beleidige und trotzdem Komplimente bekomme, okay? So, man fühlt sich irgendwie so angeschmeichelt, okay? Man fühlt sich angeschmeichelt und möchte wirklich eben einfach was zurückgeben. So, und was ist, wenn eine Person euch jetzt beleidigt hat und jetzt gebt ihr sogar noch zurück? So, was ist? Sie hat euch auf die eine Wange geschlagen und ihr haltet die andere hin, okay? So, genauso steht es in der Bibel. Und genau das müsst ihr umsetzen. Genau das solltet ihr umsetzen. So, und das müsst ihr einfach verstehen. Deswegen ist es viel mehr, wie ihr darauf reagiert und nicht das, was passiert, okay? Das ist nicht das, was passiert. Jetzt muss ich mein Handy nochmal entsperren, weil ich habe mir, wie gesagt, diesmal sogar ein paar Punkte aufgeschrieben, okay? So, genau. Und was ihr einfach verstehen müsst, so, ich war jetzt vorhin beim ECX-Call, während andere noch hier beim Crypto-Call und so weiter waren, aber was mir aufgefallen ist, es sind überall die gleichen Skillsets beziehungsweise die gleichen Learnings, okay? Jedes Mal, so, ich dachte jetzt so, ey, ECX, okay, ich schaue mir jetzt mal ein bisschen wieder was an, was ich nochmal verbessern kann, auch bei meinem Shop und so weiter. Dann redet der auch, ey, man soll nicht emotional irgendwie Ads schalten, okay? Man soll nicht emotional Werbung schalten. So, irgendwie hören wir überall emotional, man soll nicht emotional handeln beim Trade, okay? Genauso beim Ding. Das heißt, ihr müsst lernen, dass Erfolgssachen immer die gleichen Sachen sind. Egal in welchem Bereich, egal ob es im Leben ist, okay? Ihr sollt auch nicht emotional, wenn euch jetzt jemand anschreit oder sonst was, sollt ihr nicht emotional dagegen wirken, okay? Sondern ihr sollt euch erstmal ein bisschen zurückziehen und schauen, wie ihr wirklich gescheit darüber, sag ich mal, darauf reagieren könnt. Und genauso ist mit allen möglichen Sachen, okay? Es sind immer die gleichen Sachen. Und zwar Emotionen unter Kontrolle haben. Ihr sollt Emotionen haben, okay? Wir sind Menschen. So, wenn wir keine Emotionen haben, dann wären wir nicht menschlich. So ist es wichtig und es ist auch eine richtig schöne Gabe, dass wir einfach Emotionen haben dürfen. Aber wir müssen lernen, die Emotionen wirklich zu kontrollieren, okay? Egal ob im Markt, egal ob wenn euch jetzt jemand beleidigt, egal bei was. Okay, ihr müsst lernen, dass ihr einfach diese Emotionen kontrollieren könnt. Und was ist noch wichtig? Consistency bei allen Sachen. Egal bei was. Egal, ob es bei einer Beziehung ist. Egal, ob es bei einem Trade ist. Okay, ein Trade, ich weiß noch, mein erster Trade, okay, mein erster Echtgeld-Trade. Was ist? Ich habe den gesetzt. Ich war so ein bisschen hin und her und dann irgendwann 50 Cent in Profit. 50 Cent in Profit. Ich so, shit, Alter, ich zieh den jetzt raus, okay? So, ich habe ihn direkt rausgezogen, ohne irgendwie komplett nachzudenken. Es war einfach komplett emotional und es war nicht konsistent genug. Und ich hatte so viele Trades, die erstmal richtig lange im Minus waren. So, ich habe auch schon gestruggelt. Ich habe so gedacht, komm, ich zieh die lieber jetzt schon raus, bevor ich jetzt noch ein bisschen Minus mache und so weiter. Aber ich habe gelassen und er ist nochmal umgekehrt.
So, statt eben diese riesen Minusbeträge mitzunehmen, ist er nochmal komplett ins Plus und in Take-Profit gegangen. Das heißt, ihr müsst wirklich konsistent sein. Das ist wirklich extrem, extrem wichtig, dass ihr wirklich konsistent seid. Und was ist noch eine wichtige Eigenschaft, die ihr wirklich bei allen Sachen wirklich lernen müsst? Und zwar never quit. Okay? Never quit, niemals aufhören, immer weitermachen, 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 weitermachen. Das ist extrem wichtig. So, und es ist mir einfach aufgefallen, dass es in allen Bereichen ist. Egal, ob es bei ECX ist, egal, ob es bei Trading ist, egal, ob es bei Network ist, egal, ob es bei euch im Leben ist. Okay? Es sind immer diese Sachen, die genau überall gleich sind und genauso wichtig sind. Das ist extrem wichtig. So, und was ich dich jetzt einfach fragen will, okay? Frag dich selber, bist du ein Alpha oder bist du ein Beta? Bist du ein Alpha oder bist du ein Beta? Okay? So, bist du erstens mal immer in Phase 1 oder nicht? Bist du ein Leader oder bist du ein Follower? Bist du eine Person, die wirklich ihr Leben auch wirklich selber im Griff hat? Oder bist du einfach eine Person, die die Verantwortung unbedingt immer wieder wegschieben will? So, weil ich kann euch sagen, Superman, der übernimmt die Verantwortung für sich selber. Der sagt nicht so, ja komm, das macht mal der und der Hero. So, nein, er ist der Einzige. Er ist derjenige, der immer am Anfang ist, okay? So, und er ist derjenige, der immer macht, macht, macht. Und der weiß, okay, es scheitert an ihm und es läuft mit ihm, okay? Weil ihr müsst eins verstehen, ihr habt hier alles geboten. Ihr habt geile Führungskräfte, ihr habt geile Uplines, okay? So, ihr habt geile Uplines, ihr habt Thomas, okay? Ihr habt the fucking Goat Thomas, okay? Ihr habt Dennis, ihr habt so, so viele andere, okay? So, aber was ist los? Was ist los? So, im Endeffekt das Business baust du auf, nicht deine Uplines. Soll ich euch was sagen? Soll ich euch sagen, warum ich auf diesem Teamcall hier jetzt zum Beispiel speake mit dem Alpha Mindset? Weil ich war eine Person, als ich gestartet bin, nach ein, zwei Monaten, Die erste Person ist gequittet. Meine erste Upline ist gequittet. Okay? So, was ist los? Die zweite Upline, ein, zwei Monate danach, ist auch gequittet. Jetzt stell dir mal selber vor, überleg dir, welche deine nächsten zwei Uplines sind. Stell dir mal vor, die wären nicht mehr am Start. Wärst du noch am Start? Wärst du noch am Start, würdest du immer noch genauso diese Resultate kreieren können? Ja oder nein? Ich denke, die meisten nicht. Okay? Einige vielleicht schon, aber die meisten nicht. Und das musst du verstehen. Du musst aber verstehen, dass dieses Business mit dir kommt und geht. Mit dir aufgebaut wird, aber genauso fallen kann. Es hängt immer an dir, okay? Du bist die einzige Variable. Das Erste, was ich wirklich hier gehört habe in meiner Einarbeitung damals, ist, Silas, pass mal auf, du bist hier die einzige Variable in diesem Business. Du bist die einzige Variable in deinem Business. Schreib dir das fett auf. Schreib dir fett bei dir auf. Ich bin die einzige Variable in meinem Business. Wenn ich falle, falle ich auch. Wenn ich falle, fällt mein Business. Das ist das Wichtigste, okay? Warum stehe ich an dem Punkt, wo ich gerade bin? Weil ich Verantwortung über mein Leben übernommen habe, weil ich Verantwortung über die ganzen Dinge aufgenommen habe, okay? Und weil ich verdammt nochmal gemacht habe. So, weil das ist extrem wichtig. Was machen Alphas? Alphas sind coachable. Alphas sind am Anfang. Aber Alphas machen. Alphas chillen nicht. Alphas liegen nicht die ganze Zeit irgendwo rum. Alphas machen und machen und machen. Und frag dich selber mal, wie viel Gas gibst du gerade? Weil eine Frage, die jetzt in letzter Zeit wohl gerade auch immer wieder in den Leader-Gruppen, sage ich mal, aufgegriffen wird, so, frag dich mal, ob du, wenn du selber reflektieren würdest, okay, du hast zum Beispiel eine Kamera irgendwo bei dir im Zimmer, sagen wir einfach mal, und die filmt die ganze Zeit das, was du machst, oder so eine Drohne, die fliegt bei dir rum, okay, und filmt die ganze Zeit, was du machst. Frag dich selber, das, was du gerade machst, bringt dich das dorthin, wo du hin möchtest? Bringt dich das in den Chairman? Bring dich das in dein 6-7-8-Figure-Trading-Konto. Bring dich das dahin. Und wenn die Antwort nein ist und du musst ehrlich mit dir sein, du musst nicht ehrlich zu mir sein, mir ist es vollkommen egal. So, ich will, dass ihr erfolgreich werdet, aber es muss bei euch Klick machen, nicht bei mir. Bei mir hat es Klick gemacht. Die Frage ist, hat es bei dir auch Klick gemacht? So, und sobald es aber bei dir Klick gemacht hat, sobald du siehst, hey, verdammt Mann, die Aktion, die ich gerade gemacht habe, okay, die ich gerade gemacht habe, bringt mich nicht an mein Ziel. Was machst du dann? Du machst nicht mehr die Dinge, du machst andere Dinge. So, wie war das bei mir? Ich bin reingestartet, ich habe die ersten 3, 4, 5 Monate gefühlt gechillt, bin mal so ein bisschen reingekommen, ja, keine Ahnung mal. Irgendwann, Laura hat mir Realtalk reingehauen, ich habe überlegt, ey, wenn ich jetzt genau die gleichen Dinge mache, die ich die letzten Male gemacht habe, dann komme ich auch nicht voran, okay? Weil du triffst hier zwei Entscheidungen. Das sind genau zwei Entscheidungen. Die erste ist überhaupt zu starten. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß jetzt nicht, ob hier auch andere noch sind, die nicht gestartet sind oder ob hier alle jetzt nur am Start sind, die gestartet sind. Zuerst mal Congrats an dich. Die erste Entscheidung hast du getroffen. Du bist weiter als die meisten anderen Menschen. Ich hoffe, die meisten haben schon Murphys Komitee angehört.
Die, wo jetzt heute zum Beispiel gestartet sind, auf jeden Fall erstmal Grüße und wirklich Congrats, dass du diese Entscheidung für dich getroffen hast, okay? Bei dir kommt noch Murphys Komitee. Das wird auf jeden Fall noch durchgesuchtet. Aber bei Murphys Komitee wird selber beschrieben, dieser Weg ist nicht für jeden bestimmt. Dieser Weg ist für vielleicht ein Zehntel der Personen bestimmt. Okay? Das heißt, manche Menschen sind nicht dafür bestimmt. Aber alle Personen, die hier diese Entscheidung getroffen haben, und deswegen sagen wir, jede zehnte Person wird starten in deinem Business. Jede zehnte Person, mit der du redest, wird starten. Wenn du 10 Leute ansprichst, dann startet vielleicht dort noch nicht direkt jemand, aber wenn du 20 Leute ansprichst, 20 Menschen diese Möglichkeit bietest, dann werden irgendwann mal 2 hintereinander starten. Oder bei 30 3. Okay? Das sind diese Momentumphasen. Deswegen hast du vor dem Momentum, machst du, hast keine Resultate. Und plötzlich Momentumphase, und in diesen Momentumphasen entscheidet sich, wie viel Gas du vorher gegeben hast. Hätte jemals jemand gedacht, dass Laura, okay, Laura damals Anfang des Jahres noch mit etwa 30 Teampartnern, okay, innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 1, 2, 3 Monaten auf 150, 200 Teampartner kommt? Niemals. Aber wisst ihr was? Ich weiß noch genau, wie sie im Sommer damals Gas gegeben hat, weil sie dieses Alpha-Mindset hat. Okay? So, und deswegen ist extrem wichtig. So, du musst wirklich selber schauen, dass du dein Business hier aufbaust. Wenn du Network machst, dann baust du hier dein Business auf. Wenn du Trading machst, dann baust du dein Trading-Konto auf. Niemand anders. Okay? Du kannst dir die Unterstützung holen, aber du bist selber dafür verantwortlich. Das ist das Wichtigste. Okay? Du bist wirklich selber verantwortlich, ob das Ganze wirklich weiter mit dir wächst oder nicht. Und das ist extrem wichtig. Okay? Dass ihr das einfach wirklich versteht. Und ja, ich würde sagen, das war's mit meinem Part. Ich hoffe, der war jetzt nicht zu kurz oder zu lang. Ich hoffe, Dennis hat auf jeden Fall noch einen langen Part vorbereitet. Der hat nämlich jetzt noch ein bisschen Zeit. Okay? Und zwar müsst ihr euch vorstellen, okay? Wer ist die nächste Person? Die nächste Person, okay, die wird euch jetzt einiges über Professionalität mitgeben. Und was ihr verstehen müsst, ist, dass die Person sich in letzter Zeit extrem, extrem weiterentwickelt hat. Ich weiß noch vor kurzem, okay? Vor der Tripreise und ein bisschen 1, 2 Wochen vorher, hat mir damals Thomas gesagt, ey, pass mal auf so, schau mal irgendwie, dass du dich ein bisschen mit Dennis connectest, okay? Der braucht noch ein bisschen was in Richtung Professionalität, der braucht noch mal in verschiedene andere Richtungen was. Davor war er vielleicht noch nicht so krass. Wisst ihr was? Er hat sich so extrem gesteigert. Okay, er hat sich so extrem gesteigert, ist wahrscheinlich jetzt schon deutlich professioneller geworden als ich, okay? Als ich hier mit einem Superman-Shirt, okay? Aber deswegen, das ist ja nicht mein Part, sondern mein Part ist nur Alpha-Mindset und sein Part ist wirklich Professionalität. Und ihr müsst euch vorstellen, der Dude, der ist heftig. Der ist heftig. Vor allem, wenn ihr mal einfach versteht, was er für eine Autorität einfach hat und wie professionell er in das Ganze reingeht. Weil er hat verstanden, wenn man nicht professionell ist, wenn man nicht wirklich professionell in diesem Business agiert, okay, dann verscheucht man Menschen und bietet Menschen andere nicht mehr diese Möglichkeit. Und das dürft ihr einfach verstehen. Und ich bin ihm wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich konnte definitiv auch hier schon einiges lernen in Portugal von ihm. Okay? Ich konnte schon extrem viel wirklich von ihm lernen hier in Portugal. Und es ist extrem crazy, so vor allem, wie emotional er einfach ist, wie, was für einen emotionalen Retalk er immer wieder reinhaut, hatte da auch schon einige Klickmomente. Und deswegen bitte ich dich, hol dir definitiv, wenn du es immer noch nicht gemacht hast, bist du wahrscheinlich schon kein Alpha, okay? Aber dann sei wenigstens professionell, weil im Endeffekt Professionalität hat nicht nur was mit dir zu tun, sondern hat eben auch was damit zu tun, wie du mit anderen Menschen oder wie du den anderen Menschen diese Möglichkeit bietest, okay? Deswegen ist es wichtig, dass du dir jetzt, spätestens jetzt, einen Zettel und einen Stift holst und verdammt nochmal jedes einzelne Wort mitschreibst. Jedes einzelne Wort mitschreibst, wenn du genauso professionell werden willst wie Dennis. Okay? So, und deswegen würde ich sagen, ich will gar nicht zu viel reden. Ich würde sagen, das Stage ist yours, Mann, Dennis. Ich freue mich schon extrem auf deinen Part. Ich werde auf jeden Fall fette Notizen wieder machen, okay? Da schaut, dass ihr auf jeden Fall schnell einen Notizblock holt oder schnell irgendwo auf dem Handy Notizen mitschreibt. Das ist extrem wichtig, weil Notetakers are Moneymakers. Und ich würde sagen, der Boy hat es auf jeden Fall komplett verstanden. Das Stage ist yours. Und let's go! Mein erstes Edifying von Silas, ich lieb's. Aber jetzt, Leute, heute werde ich mit euch über Professionalität sprechen und ihr müsst tatsächlich auch direkt mal verstehen, dass Silas dieses Superman-Shirt anhatte, ist tatsächlich auch ein Level von Professionalität, weil sein gepflegtes Aussehen behielt er trotzdem und seine Authentizität war auch da. Professionalität heißt einfach in dem Sinne, dass ihr sozusagen euch bewusst seid, was für einen Eindruck ihr auf andere macht. So, das ist zwar jetzt nicht so der Part, womit ich anfangen wollte, aber Professionalität hat einfach zwei Perspektiven. Wie sehen andere euch und wie seht ihr euch?
Und wie seid ihr im Business drauf und wie seid ihr im Alltag drauf? So, es ist einfach immer ein kompletter Umschwung, wenn ihr sozusagen gerade in eurem Arbeitsflow seid mit Calls, 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 Calls und wenn ihr gerade mal nur in euren vier Wänden seid. Was macht ihr, wenn ihr sozusagen nicht gesehen werdet? Diesen Satz, den hören wir so oft, aber ich finde den so wichtig. Besitzt ihr diese Professionalität, eure To-Dos zu machen und nach wie vor sozusagen darauf zu achten, dass ihr euch weiterbildet und einfach sozusagen die Dinge zu tun, die auch einfach sozusagen verlangt werden. Aber auch wieder ein kleiner anderer Sprung, was aber auch eben diese zwei Themen betrifft, ist, wie verhaltet ihr euch im Business mit euren Teampartnern? Und wie verhaltet ihr euch im Business im Alltag mit euren Teampartnern? Weil ihr müsst einfach verstehen, dass Spaß sozusagen auch ein Faktor ist, den ihr sozusagen in eurem Alltag mit einbringen dürft. Aber die Balance ist wichtig. Sozusagen, ihr müsst einfach diesen Klick machen können, dass ihr sagen könnt, okay, hey, jetzt chill ich mit meinem Team und wir masterminden, wir reden, wir albern rum, aber um Punkt halb sind unsere Calls und dann smashen wir die, was das Zeug hält. So, Professionalität bedeutet, diesen Umschwung von Spaß zu Arbeit und von Arbeit zu Spaß einfach zu meistern. Und das ist ein Punkt, den durfte ich in den letzten Monaten extremst erlernen und auch einfach bei mir arbeiten, bis es einfach mittlerweile Normalität geworden ist, dass ich in dem einen Moment mit meinen Teampartnern auf dem Sofa chill und einfach mal, ja, über das Leben rede und einfach das Leben genieße und am nächsten Moment sitze ich in einem Follow-up drin, aber bin da auf vollem Fokus. Und das ist extremst wichtig. Aber wieder zurück zum Thema Auftreten. Einfach, dieses Thema ist in dem Sinne wichtig, weil wir sind leider in einer oberflächlichen Gesellschaft. Das ist einfach Fakt. Klar, unter IM dürft ihr euch eigentlich nicht sozusagen verurteilt fühlen, weil wir akzeptieren jeden so, wie er ist und wie er einfach drauf ist und was er so im Leben macht. Aber ihr müsst auch verstehen, euer Auftreten geht auch gegenüber Prospects. Das bedeutet, sie wissen noch nicht, wer du als Person bist. Das heißt, das Erste, was du denen zeigst, ist dein Auftreten, wie du aussiehst, wie du dich kleidest, wie du dich pflegst. Und dementsprechend ist es halt einfach wichtig, dass du sozusagen dir bewusst bist, was du zum Beispiel anziehst, wie du dich pflegst, etc. So, du musst jetzt nicht hier irgendwie mit Hugo Boss und Gucci-Taschen und was weiß ich nicht alles ankommen, aber mach deine Haare, putz dir die Zähne und zieh dir einfach mal was Normales an und geh da nicht in Gammelkleidung so vor die Kamera oder so. So, das kannst du vielleicht mal bringen, wenn du intern bei deinen Teampartnern bist, aber nicht vor deinen Prospects. Weil einfach dieses Bild ist auch einfach dieser erste Eindruck. So zum Beispiel ist es auch wichtig zu verstehen, dass ihr eurem Gegenüber, also wenn ihr dann schon tiefer im Network drin seid, müsst eurem Gegenüber das Gefühl geben, dass er sich bei euch aufgehoben fühlt. Dass er weiß, okay, hey, von dieser Person, von der kann ich Mehrwert erlernen. Von der weiß ich, dass wenn ich mich an diese Person dranhänge, für die nächsten 2 bis 3 Jahre, dann habe ich bereits alle meine Ziele erreicht, weil ich weiß, dass diese Person Mehrwert in sich hat. Weil ich weiß, dass diese Person dieses Game hier einfach reißen wird und ich einfach immer von ihr lernen kann. Andere Punkte von Professionalität sind auch einfach mal die Wortwahl. So, viele in Portugal, die mich hier kennenlernen durften, wissen, dass ich dann doch außerhalb des Business ein sehr vulgärer Mensch bin. Also ich habe eine sehr direkte Wortwahl, aber ich weiß mich auch wiederum richtig zu artikulieren, wenn ich gerade mit Prospects rede, weil ich einfach von denen weiß, dass sie nicht verstehen könnten, dass ich auf einmal so rede. So, das käme einfach unprofessionell, wenn ich denen gegenüber so reden würde, wie vor Menschen, vor denen ich weiß, dass sie mich kennen. Und das ist halt auch einfach so dieser Punkt. Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit bedeutet Professionalität. So, wir waren auch nicht immer sozusagen so, wie wir es momentan sind. So, wenn andere Leute jetzt daherkommen und sagen, ja, ich bin vulgär und das ist doch meine Sache und ich soll doch authentisch bleiben. Nein, du bist so vulgär geworden, weil dein Umfeld dich einfach so geprägt hat. So in 2, 3 Jahren, wenn du halt ein anderes Umfeld hast, dann wird sich auch deine Wortwahl wieder ändern. Deshalb müsst ihr einfach diese Anpassung besitzen und auch einfach diese Fähigkeit. Wie heißt das? Anders zu, also von Situation zu Situation anders zu sein. Aber yes, was ich auch tatsächlich noch extrem wichtig finde, was Professionalität betrifft, aber eben auch aufs Auftreten, verurteilt nicht. So,
ihr sollt nicht prejudgen. Wir sind in einem Business, wo Leute wirklich aus dem Boden heraus, aus dem Dreck, aus den Tiefen der Hölle aufsteigen können und einfach nur die größten Dinge erreichen können und die größten Dinge reißen können. Deshalb könnt ihr sozusagen nicht direkt vom ersten Eindruck sozusagen auch sagen, okay, diese Person hat es drauf oder nicht. Lasst diese Person erstmal wirklich das Ganze hier durchziehen, gebt ihr diese Möglichkeit und diese Chance, das einfach mal zu versuchen. Und dann seht ihr, ob diese Person wirklich fürs Business gemacht ist oder nicht. So, das wäre so der eine wichtige Aspekt, mal rund um Professionalität, aber der nächste wichtige Aspekt, finde ich, ist Kompetenz. Kompetenz ist so verdammt wichtig und das ist so ein Thema, mit dem habe ich mich in den letzten Monaten extrem befasst. Es ist asozial, inkompetent zu sein. Ist einfach Fakt. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr prospectet, dann müsst ihr halt auch einfach sozusagen ein gewisses Level an Information, ein gewisses Level an Wissen in euch tragen, denn es werden definitiv Fragen aufkommen und wenn ihr diese Fragen, die eure Prospects euch stellen, mit Ausweichungen und allgemeinen Informationen sozusagen beantwortet, dann entsteht Skepsis und Skepsis führt zu Dropouts. Also die haben dann kein Interesse mehr. Und was würdet ihr dann auf einmal tun, wenn diese eine Person, die euch da gerade verbrannt worden ist oder die da gerade weggerannt ist, euer nächster Chairman gewesen ist? Ja, scheiße. Deswegen finde ich es auch extrem wichtig, sozusagen sich einfach mit dem Produkt, mit IAM selber zu befassen. So, es tut mir leid, das jetzt so offen und ehrlich zu sagen, aber für mich sind Networker, die keine Ahnung von Trading haben, asozial. Weil ihr müsst Trading erstmal wirklich verstanden haben, bevor ihr sagen könnt, okay, hey, ich habe Ahnung von dem Produkt, ich habe Ahnung von dem Business und jetzt kann ich auch einfach sozusagen dieses Business vertreiben. Weil wie wollt ihr euren Prospect Dinge erklären, wenn ihr selbst noch nicht mal eine Ahnung habt, was ihr da macht? Und wir leben hier in Deutschland. Und ich kann euch eines sagen, deutsche Prospects, sehr skeptisch, absolut skeptisch. Und das Erste, was ihr euch bei deutschen Prospects so ein bisschen dran üben könnt, ist einfach diese Skepsis zu behandeln. Und wie behandelt man Skepsis? Mit Informationen, die wir wissen. Das bedeutet, eine Aufgabe als Networker ist es einfach wirklich, jede einzelne Frage sozusagen mal beantworten zu können. Ihr müsst euch damit befassen, warum IAM kein Schneeballsystem ist. Ihr müsst euch damit befassen, welche Strategien wir hier haben. So, auch wenn ihr diese Strategie nicht tradet, ich trade zwar Smart Money, aber ich kann euch sagen, was DeLorean ist, was Pivots ist, was Harmonic Scanner ist, was jegliche andere Strategien sind, die wir hier haben. Weil ich mich einfach damit befasst habe, weil es definitiv auftauchen wird, dass mein Prospect mich fragt, yo, was ist das, das, das? Und das ist einfach Kompetenz, dass du einfach wirklich dran stehen kannst und einfach sagen kannst, okay, hey, egal welche Frage du hast, ich kann sie dir beantworten. So ein Ilya Zubix ist kompetent, weil er jegliche Skillsets, die in diesem Business sozusagen nötig sind, gemeistert hat. Er kann jegliche Fragen beantworten, die man ihm sozusagen stellt. Und es ist unser Ziel sozusagen als Network, genauso Kompetenz zu beweisen, weil nur dann können wir auch erwarten, diese Ränge zu kreieren, die wir so sehr haben wollen. Und deswegen sage ich halt auch immer, füllt euch mit Value, wirklich. Mentorship Calls, Backoffice Calls etc. Schaut euch wirklich alles an, was ihr wissen müsst, was mit IAM zu tun hat, weil wir als Networker sind halt einfach Vertreiber und im Vertrieb darfst du dich halt auch gerne mit deinem Business, mit deinem Mindset extrem befassen und dich immer und immer und immer weiterbilden. Es gibt kein perfektes Mindset so, deshalb könnt ihr mir nicht sagen, so jo, jetzt habe ich genug und jetzt brauche ich das nicht mehr tun. Nein, ihr könnt euch jeden Tag verdammt nochmal weiterbilden. Egal, ob es vom Geist her ist oder vom Informationstechnischen her. Das wäre aber tatsächlich schon so mein zum Thema Professionalität, weil Professionalität ist an sich ein einfaches Thema. Es ist halt einfach nur wichtig zu verstehen, dass es angewendet werden muss. So, es ist eine Sache, die jeder kann, aber die nicht jeder machen will. Weil es erfordert einfach ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen, es erfordert ein bisschen mehr Erfahrung in sich zu sammeln, es erfordert einfach ein bisschen mehr Aufwand, aber dieser Aufwand ist es halt einfach wert, weil es euch kompetenter wirken lässt, es lässt euer Auftreten halt auch einfach besser wirken und eure Präsenz ist halt einfach eine komplett andere. Es ist einfach Fakt. Aber jetzt, das war es auch tatsächlich so viel zu meinem Fakt. Ich weiß nicht, Tommy, soll ich zu dir übergeben? Perfekt. Yes. Tschüss! Ich bin tot!
Oh, cool, Leute. Inzwischen wieder dunkel geworden, seit ich das letzte Mal hier gesessen bin. Was war das für ein crazy Team Call? Ja, richtig, richtig krass. Danke, Hüseyin. Danke, Jesus. Und danke, Dennis, der gerade umarmt wird. So. richtig, richtig heftig. Leute, das waren echt sehr, sehr, sehr wichtige Punkte, okay, ganz ehrlich. Und was ich noch ein bisschen dazu sagen wollte, warum sind wir mit Philos Empire an dem Punkt, wo wir schlussendlich sind? Okay, wir sind weder angekommen, noch erfolgreich, noch irgendwie sonst was. Nein, wir sind alles noch ganz kleine Küken, die erst vor ganz kurzem gestartet sind. Aber trotzdem machen wir gefühlt sehr viele Dinge richtig, ja. Und warum? Weil wir genau, meiner Meinung nach, okay, genau diese goldene Mitte ein bisschen gefunden haben zwischen Professionalität und zwischen auch Spaß. Okay, ganz ehrlich, wenn dieses Business keinen Spaß machen würde, so, ich wäre gequittet. Ganz ehrlich. Ja, und ihr kennt es von mir, ich versuche immer diesen kleinen Spaßfaktor ein bisschen mit einzubringen. In jeden Call, in jeden Follow-up, in jeden Team-Call schlussendlich. Und das liebe ich wirklich an euch allen. Ja, behaltet das auf alle Fälle bei. Lasst Professionalität auf alle Fälle steigen. Ja, sei es nur das Aussehen, das, sag ich mal, das Umfeld, euer Zimmerhintergrund, komplett egal. Okay, lasst da auf alle Fälle die Professionalität steigen, damit wir auch professioneller mit unseren, ja, Freunden dieses Business aufbauen können. Und ich würde sagen, das war's von diesem Team Call, aber ganz wichtig, ich beende noch ganz kurz die Aufzeichnung.